Hallo. Heute zeige ich dir, wie leicht du mit dem Hofer IQ Analyzer die Frequenzgänge verschiedener Spuren miteinander vergleichen kannst. Damit ist es ganz einfach, zum Beispiel Probleme durch Frequenzüberlagerungen oder Ähnliches zu lokalisieren. Zuerst lade ich den IQ Analyzer in alle Spuren, die wir analysieren möchten. Im Stereo-Out hatten wir ihn schon insertiert. Wir benötigen nur ein Analyzer-Fenster, alle anderen können wir also schließen. Wie du siehst, werden die geladenen Plugins intern miteinander verknüpft, sodass nur ein beliebiges Analyzer-Fenster geöffnet sein muss. Das Routing wird automatisch vorgenommen. Nun kannst du die verfügbaren Spuren alle im selben Fenster aktivieren bzw. deaktivieren und dir so in unterschiedlichen Farben die verschiedenen Spuren visualisieren lassen. Jetzt kannst du auf eventuelle Schwachstellen oder Probleme des Mixes eingehen. Der Einfachheit halber schauen wir uns hier nur die Peak- und Hold-Kurven an. Ich deaktiviere noch die weiße Kurve des Stereo-Outs, um nur den Bass und die Bassdrum zu vergleichen. Die tiefen Frequenzen von Bassdrum und E-Bass überlagern sich hier, sind sogar fast deckungsgleich. In diesem Bereich solltest du die Instrumente zum Beispiel durch Einsatz von Equalizern besser etwas trennen oder dich vielleicht sogar für ein anderes Bassdrum-Sample entscheiden. Wie du siehst, ist es sehr einfach, mit dem Hofer IQ Analyzer die Details in deinem Mix im Blick zu behalten.